Okay. Weil wir müssen die Sprinkleranlage anmachen. Da ist er, okay. Okay. Okay, gut zu wissen. Dann auf zur Sprinkleranlage, also zurück zur Cafeteria, den Schilden folgen. Okay, er ist nicht mehr hier. Kann ich ihn hier durch irgendwo sehen? Nope. Okay, der ist ganz nah. Fuck, run! Cafeteria da lang? Ah! Bollocks! Was, hier geht's doch gar nicht zur Cafeteria! Nice! Cafeteria da lang! Da ist die Sprinkleranlage. Fuck! Okay, erstmal hier durch. Erstmal hier durch. Dass er weg ist. Lass mich in Ruhe! Okay. Wir sind direkt an der Sprinkleranlage vorbeigerannt. Oh. Hi. Wenn er jetzt da drin ist, ist es scheiße. Auf! Fest zu hängen! Oh! Oh! Was? Okay. Regen. Wasser. Also sozusagen. Okay. Okay, jetzt ist hier halt kein Feuer mehr. Und jetzt können wir in die Küche. Da hinten ist die Küche. Entschuldigung, dass ich das Feuer ausgemacht habe. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wackel die Maus. Okay. Das war nett. Oh, wow. Das hat bestimmt wehgetan. Ne, mit sowas fahre ich nicht nochmal. Das war eine blöde Idee das letzte Mal. So, also. Father Martin. Where are you? Father Martin. Exit. Das war das Exit, wo wir hier sind wir doch, oder? Sind wir hier nicht lang gekommen? Moment, bevor ich die gruseligen Geräusche draußen untersuche, nehme ich mir diese öfter. N. N ist es nicht, das ist nämlich J. Kultra-Programm, CIA, CIA. Allgemeines Problem. In den letzten Monaten hat Bluebird versucht, mit Hilfe von Forschung, Analyse, Bestimmung und Anwendung herauszufinden, welche Wert, falls überhaupt, Sie und Haartechniken, okay, Schlafinduktion und Hypnose, für Kriegsprobleme und spezielle Probleme der Agency habe. Drei, okay. Können wir durch Post-Haar-Kontrolle eine Handlung steuern, die der grundsätzlichen Moral einer Person widerspricht? Können wir unter allen Umständen eine vollständige Amnesie garantieren? Können wir die Persönlichkeit einer Person verändern? Wie lange hält diese Veränderung an? Wie funktioniert eine Schlafinduktionsmaschine genau? Alles Fragen, die ich mir auch stellen würde an eurer Stelle. Oh, lovely. Suche Vater Martin. Okay. Oh, gut, dass ich nur 3 cm weit sehe. Ah. Hallo. Martin. Na. Oha. Okay. Da ist ein Licht. Folge dem Licht. Ah. Okay. How alive are you? Bin mir ehrlich gesagt nicht mehr sicher. Okay, ein Dokument. Ich kenne nicht mal deinen Namen, aber ich sehe dich als
eine von meinem Blut an. Mein Paul, hoffentlich hast du nichts dagegen und ich hoffe, dass du nicht dem Selbstmitleid und der Angst verfällst, dass dein Leiden größer sein könnte als alles andere. Wir alle müssen das ertragen, was du... ertragen. Und du hast es fast geschafft. Es gibt keinen anderen Weg in den Himmel als über das Kreuz. Und jeder braucht die Hilfe eines anderen, um die Nägel einzuschlagen. Ich bin für dich da. Ich warte auf dich. Oh, nö. Jesus. What? Ein Geist? Was ist das denn? Scooby-Dooby-Doo, where are you? We got some things to do now. Scooby-Dooby-Doo. Mach auf! Und mach gleich wieder zu. Das hilft uns nicht. Oh. Schlüssel für den Wartungsschuppen. Okay. Ein Geist! Was ist das denn? Hallo? Hallo? Ist das Wallrider? Ist da vorne ein Licht? Da ist ein Licht. Geist. Oh ja. Ah, perfekt. Dieses Gitter wird den Geist sicherlich aufhalten. Meint ihr nicht auch? Okay. Okay. Mama! Gott, steh mir bei. Ich glaube, ich habe den Wallrider gesehen. Du, ich glaub's auch. Okay, wir gehen nach da. Bollocks, wir müssen nach da. Fuck. Alrighty then. Guck, guck. Okay. Wo bist du? Warum? Oh, ich habe mir doch gar nichts getan. Ah, Leiter, okay. Ist da hinten irgendwas? Ich will's gar nicht wissen. Leiter. Oh. Es tut Blitzen und Donnern ein bisschen. Okay, nö. Okay. Jump! Regen macht die Orientierung nicht einfacher. Okay, okay. Okay, jetzt nicht runterfallen. Oh mein Gott, ich habe nur noch 3 Batterien. Ah, wir überqueren jetzt scheinbar einen Zaun, den wir vorher nicht überqueren konnten. Keine Ahnung. Oh, hallo. Aha. Was ist das denn? Okay, egal. oh, okay. Help! Okay. Oh nö. Da ging's nicht hoch, aber da geht's rein. Ah. Bist du tot? Bitte sei tot. Okay, und Schnitt!